Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily-Video von mir. Ich bin gerade so krank unter Zeitdruck, weil ich in 2 Stunden live gehen muss und ich erst jetzt dieses Video drehe und es noch schneiden muss. Deswegen, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Leute, ich habe vor ein paar Monaten einen Hauptschultest gemacht und habe den verkackt. Und bevor ich jetzt irgendwelche Tests von der Realschule oder vom Gymnasium mache, fange ich lieber ganz klein an. Wir machen heute 4 Grundschultests. Also einmal von der 1. Klasse, von der 2. Klasse, von der 3. Klasse und von der 4. Klasse. Und mal gucken, ob ich diese 4 Tests bestehe. Grundschultest, ich habe so Angst. Ich werde safe irgendwas nicht wissen. Also, hier ist es, das Quiz, an dem Erwachsene scheitern. Wir fangen mit der 1. Klasse an. Also, pro Test immer 10 Fragen und es ist auf Zeit, also ich muss mich halt beeilen. So, Frage 1. Pronomenrätsel. Es hängt an der Wand und gibt jedem die Hand. Die Türklinke, der Haustürschlüssel, das Handtuch. Das Handtuch, das weiß ich. Ich kenne den Spruch. Frage 2. Welches Wort hat 2 Silben? Gleis hat 1 Silbe. Laufhaus hat 2 Silben. Labertasche hat 4 Silben. Also Laufhaus. Frage 3. Was ist ein Selbstlaut? A, E, U oder R? Was ist nochmal ein Selbstlaut? Also es gibt ja A, E, I, O, U, aber ich weiß nicht, ob das ein Selbstlaut ist. A oder R, U? Ich mach A. Ja! Richtig, richtig, oh mein Gott, richtig. Frage 4. Finde das Nomen. Schleichend, schleichen. Schleichen. Ja, es wird hier groß geschrieben, also schleichen. So, puh. Frage Nummer 5. Aus wie vielen Wörtern besteht dieser Satz? Der Praktikant kann sich nicht alles erlauben. 7. Richtig. Mich stresst es gerade richtig. Wie viele Zerlegungen hat die Zahl 5? Was für Zerlegungen? Was für Zerlegungen? 5. A6? Habe ich gerade gar nicht gecheckt, die Frage. Was sind nochmal Zerlegungen? Man wirft 2 Würfel. Einer liegt mit der 3 auf dem Tisch, der andere mit der 5. Welche summierte Augenzahl ergibt sich? 9! 6. Was ist die Umkehraufgabe von 16 minus 4? 12 geteilt durch 12. Das hier. Ja. 12 plus 4 gleich 16. Die gesuchte Zahl ist um 7 größer als 9. Wie heißen ihre Nachbarn? 14 und 16, glaube ich. 14 und 16? Falsch. Ey, was sind das für Fragen? Wie viele Seitenflächen hat dein Quader? Was ist nochmal ein Quader? 6, glaube ich. Keine Ahnung. 6, ja, es war zum Glück richtig. Oh mein Gott, wie peinlich. Ich hatte 2 Fragen falsch. 45 Punkte, der Durchschnitt liegt bei 62,8. Hilfe, Hilfe. Okay, 2. Klasse. Frage Nummer 1. Eulen fressen Mäuse. Außerdem haben beide einen... Was ist nochmal ein Umlaut und ein Doppellaut? Ich habe vergessen, was es ist. Umlaut. Es war falsch. Was ist das nochmal? Was ist ein Doppellaut? Ich habe alles vergessen. Groß oder klein? Ein Nomen und ein Adjektiv können ein zusammengesetztes Adjektiv bilden. Wir hoffen, ihr seid in diesem Quiz klein, blitzschnell. Ja, das wird klein geschrieben. Safe. Frage Nummer 3. Typisch deutsch. Einfach Nomen an Nomen anhängen und neue Wörter bilden. Nur, wie schreiben die sich dann eigentlich? Schiff... Fahrt mit 3 F, what the fuck? Schifffahrt, Schiff, ja, das dritte schon mal gar nicht. Das hier, glaube ich, mit 3 F sogar. Nee, Schiff wird ja mit 2 F geschrieben. Das hier. Ja, das ist richtig, oh mein Gott. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Verband, Vase, Vampir, Ventil. Vase. Oder? Nein, Verband. Ich hätte mir überlegen sollen. Unser Zahlensystem ist ein... Keine Ahnung. Fünfer-System. Zehner-System. Und jetzt ganz schnell im Kopf, bevor die Zeit abgelaufen ist. 73 minus 48. 25. Alter, habe ich gerade lang gebraucht. Familiendrama. Verteile 15 Kekse so, dass immer 4 Kekse auf einem Teller liegen. Wie viele Kekse bleiben übrig? 4, 8, 12, 3. 3 Kekse. Wenn ich von meiner Zahl 38 subtrahiere und das Ergebnis durch 8 teile, erhalte ich die Zahl 6. Wie heißt meine Zahl? Hä? Keine Ahnung. 68. Falsch. Falsch. Ich bin immer so in Stress wegen der Zeit. Ey, Leute, das ist, ich kann das nicht weitermachen. Das ist mir ganz peinlich. In Englisch, please. 1 potato. Potato. 2 potatoes. Toast. O-E-S. Das da.
Ja, richtig, mein Gott. Wie viele Tage hat der Monat nach Juni? Ich glaube immer 31. I think. Ja, oh mein Gott, richtig. Alter, Katastrophe, es wird ja immer schlechter. Zweite Klasse, 30 Punkte, der Durchschnitt liegt bei 68,1. Das ist doch peinlich. Ich überlege gerade, ob ich abbrechen soll. Ey, krass. Das waren Grundschulaufgaben, Hilfe.